Mitten in der Stadt von Zürich, gerade neben der Bahnhofstrasse, hat das Glocki Zevi eine Oase geschaffen. Wie das aussieht und was genau ihre Arbeit ist, sehen wir jetzt gerade. Was ist euer Ziel hier beim Glocki Zürich? Unser Ziel ist eigentlich, Menschen zusammenzubringen und ihre Persönlichkeit zu stärken. Was wir so ein bisschen bieten, oder manchmal sogar, wenn wir sagen, was wir verkaufen in dem Sinn, ist eben Begegnung und Beziehung. Ein Haus, das offen steht, das Möglichkeiten bietet für gesamtheitliche Entwicklung, wo natürlich Fragen über das Leben und den Glauben gemischt eigentlich so ein bisschen, im Vordergrund stehen. Ihr verzichtet auf 100'000 Franken Mieteinnahmen jährlich. Wäre es nicht besser, das Geld in Zevi direkt zu investieren? Genau, es ist eine Frage, die wir immer wieder konfrontiert werden damit. Für uns stellt sich die aber nicht, weil es nicht entweder oder Frage ist, sondern für uns ist es ganz klar eine sowohl als auch Frage. Weil letztendlich haben wir unsere Arbeit in den Quartieren draussen. Und darum, ja, ein Verzicht auf Mieteinnahmen, das hat ja nichts damit zu tun, dass man etwas verliert. Also für uns ist es nicht ein Verlust, sondern eigentlich ist es genau ein Gewinn. Und ich sage, ja, genau darum müssen wir ja da sein. Weil es so viel Wert hat. Und es ist wie unsere Pflicht und unsere Verantwortung, genau da zu sein. Und wir wollen an der Silvstrasse 33, mitten in der Stadt Zürich, halt neben der Bahnhofstrasse, unsere Arbeit machen und den Menschen dienen. Mitten in Zürich, direkt neben der Bahnhofstrasse, seid ihr hier so ein Kontrastprogramm? Ja, absolut. Meine Lieblingsgeschichte ist, ich habe noch nicht so lange her ein Gespräch mit einem Milliardär. Wir sind da gesessen und haben einen Kaffee miteinander getrunken. Und er hat es mega genossen, hier reinzuziehen. Er hat gefunden, es sei so eine schöne Atmosphäre, es sei so lässig hier drinnen und so. Wir haben ein Gespräch gehabt und nachher ist er weitergegangen. Und 5 Minuten später ist jemand gekommen, der so ein bisschen am Rand der Gesellschaft ist, auch ein Stammkunde von uns, der jeden Tag kommt und wir ihm einfach einen Kaffee servieren und ihm auch ein bisschen zuhause gehen. Und er ist genau auf dem gleichen Stuhl gesessen und hat am gleichen Ort nachher seinen Gratis-Kaffee können trinken, der ein paar Minuten vorher noch ein Milliardär gesessen ist. Und wenn wir es so schaffen, die Menschen wirklich zusammenzubringen, also reich und arm und alt und jung und überall, dann finde ich, dann sind wir neu mit. Wann fängt der Glaube an, hier eine Rolle zu spielen? Es ist auch total unterschiedlich. Also wir haben Leute, die ich kenne, können sagen, oh, so, du bist ja Christ, bett für mich, ich habe ein Problem. Okay. Und dann, okay, ja gut, können wir auch machen. Ja, ist gut, komm, wir beten zusammen, oder ich bete für dich, kann ich machen. Es kommt irgendjemand und sagt, ah, wir sind ja so Christen und so, gell, im Fall ein riesen Scheissdreck und irgendwie da die Bibel, jetzt glauben dir an das Eich und so. Und dann, ja, du bist wie konfrontiert über die Laufkundschaft sowieso. Wenn du sagst, wir haben offene Türen, jeder kann reinkommen, dann kommt jeder rein und bringt, was er will, oder so. Ja. Das merken wir so ein bisschen, ja. Es ist noch schön, so zu sagen, ja, es ist offen für alle. Jeder kann kommen, kein Problem, oder? Ja. Aber dann musst du es konsequent auch durchziehen. Das ist doch nicht ganz so einfach. Aber so richtig, richtig schlimm ist es bis jetzt zum Glück nicht gewesen. In Zürich war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liket doch das Video, teilt es weiter, wenn noch andere davon erfahren sollen. Abonniert unseren Kanal und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder.